Tradition, Brauchtum und Religion, aber auch Handwerk, Kreativität und Fleiß. Diese sechs Dinge kommen jedes Jahr zusammen, wenn es um das Feiern von Festen geht, deren Ursprünge schon lange zurückliegen. Die Krippenausstellungen seit 1991 in Hohenmölzen verdeutlichen dies. Angefangen hat es mit den Krippen in Teuchern. Da gab es die Flüchtlinge aus dem Sudetenland, Adlergebirge, und die haben Weihnachten 1945 sich Krippen geschnitzt, und da waren sehr viele, sehr schöne Krippen dabei, und da dachte ich, die Krippen müsste man doch mal anderen zeigen. Und so war die erste Krippenausstellung überwiegend Krippen aus dem Adlergebirge. Inzwischen sind viele verzogen, Ältere sind weggestorben, sodass ich eigentlich diesmal nur noch zwei Krippen aus dem Adlergebirge habe. Das Adlergebirge ist heute eine Grenzregion zwischen Tschechien und Polen. Weihnachtskrippen wurden dort allerdings nicht erfunden. Deren Ursprung liegt viel weiter zurück. Ja, die Tradition geht auf den heiligen Franziskus zurück. Der hat dann eben vor 800 Jahren Ochse und Esel und Schafe in einen Stall zusammengetrieben und hat dann eben die Leute gebeten, da sich zu versammeln, um bei den Leuten irgendwie die Einsicht zu wirken, wie armselig doch die Geburt war, nicht? Wie ausgestoßen, ausgegrenzt, weil in der Herberge kein Platz war. Auch in Hohenmölzen war der Platz sehr knapp. Krippen in unterschiedlichsten Formen und Varianten aus vielen unterschiedlichen Ländern waren dort zu sehen. Ach, da gibt es sehr viele besondere Krippen. Die eine Krippe zum Beispiel, da war doch dieser Luftangriff auf Dresden am 13. Februar 1945. Da hat eine Familie, was sie gepackt hatten, Koffer und Päckchen geschnappt und sind dann in den Luftschutzkeller gegangen. Und wie dieser Bombensturm und Feuersturm über Dresden vorbei war, stand ihr Haus nicht mehr. Und in einem Karton hatten sie eben die Krippe von der Großmutter noch drin. So haben viele der Ausstellungsstücke nicht nur einen religiösen, sondern eben auch einen ideellen Wert, der unschätzbar bis unbezahlbar ist. Auch zeigt sich die große Bandbreite an Materialien, die kunstvoll zu unterschiedlichsten Krippen gestaltet wurden. Nach der Christenverfolgung, dann fragten eben die Christen, ja, wie war das denn mit dem Anfang, ne? Und dann seit dem 4. Jahrhundert, Maria auf dem Konzil von Ephesus als die Mutter Gottes definiert, und seitdem feiert man wohl Weihnachten. Das Fest der Liebe. Nächstenliebe ist einer der Grundgedanken der christlichen Religion, wenngleich die Umsetzung nicht selten und auch heute wieder aktuell anders aussieht. Und deswegen hatte ich ja auch im Amtsblatt ein Bild reinbringen lassen, weil in der Herberge kein Platz war, und da ist die Krippe in ein Boot und dahinter ein Boot mit Flüchtlingen. Also sollte man Flüchtlinge aufnehmen? Aber unbedingt, ne? Und zumal eben auch hier viele katholische Leute sind ja Flüchtlinge. Die Krippe, Sinnbild für Zuflucht und dem Dach über den Kopf in schweren Zeiten für diejenigen, die nichts weiter hatten als das, was sie am Leib trugen. Es gibt sicherlich eben auch Krippen, die die Leute so mitgebracht haben, wenn sie in der Heimat fahren, sind tschechische, Ungarn oder hier aus dem Bereich der Donaumonarchie, denn der Ehegatte von der Maria Theresia hatte Krippen untersagt in den Kirchen, und dann wurde in den Kirchen und in den Häusern, Familien nur das Jesuskind, ne, um das Wesentliche darzustellen, in dem Sinne, dass es nur das Jesuskind ist. Und dann am Atlantik natürlich der Jakobusweg, dann wird das Krippenkind nur in eine Muschel gelegt. Das sind so, es gibt so eben Traditionen bei allen Völkern, und die sind immer anders. Vor allen Dingen nimmt man eben auch immer die örtliche Kultur mit rein. Wer diese Art des kulturellen Austauschs selbst erleben möchte, sollte das Amtsblatt von Hohenmölzen und Teuchern im Auge behalten, wenn zu einer neuen Krippenausstellung eingeladen wird.